Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu Tag 2 des Follow Me Arounds. Düsseldorf hat gestern übrigens 1-1 nur gespielt. Es ist unentschieden ausgegangen, das Spiel. Ja, ihr seht schon, Leute, ich bin morgen schon wach. Und wir haben es noch nicht, doch schon 5 nach 5. Wir haben es gleich 6 Uhr. Das heißt, in 33 Minuten kommt mein Bus und ich habe noch genug Zeit frühstücken. Und zwar gibt es bei mir einmal ein Avocado-Brot. Healthy pur. Und Akrimel. Sorry, ich habe mich schon fertig gemacht, weil ich dann noch kurz in die Stadt gehe und auf den Markt, den Hans, treffe. Da freue ich mich schon am meisten und morgen geht es zum Handball. Aber morgen leider nicht in Hannover. Obwohl ich weiß, dass die Recken das trotzdem schaffen, auch wenn noch ein Pfennig kann. Ich habe gerade so Zahnschmerzen hier, ne? Wegen dem Einzelnen, wenn ich da rankomme. So wie gerade. Ja, auf jeden Fall, Leute, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann einfach später wieder. In der Stadt oder im Bus, mal gucken, oder vor der Bushaltestelle, wie immer. Und ja, dann bis später. Tschüss. So, Leute, wir haben es jetzt gerade 6:32 Uhr. Das heißt, in gut einer Minute müsste mein Bus kommen. Ja, ich hoffe mal, dass er pünktlich kommt. 6:32 Uhr, okay. Ja, auf jeden Fall geht es dann für mich kurz in die Stadt. Erstmal was trinken. Erstmal. Es ist arschkalt, Leute. Es ist dermaßen kalt. Und unsere Straßen wurden erneuert hier. Seht ihr das? Aber guck mal, was Schöneres hinter mir ist. Der Sonnenaufgang. Yay. Obwohl es so arschkalt ist. Ah, ich glaube, ich sehe ihn schon, der Bus. Ja, pünktlich kommt er schon. Also schon noch 32 nach. Das heißt, Leute, wir sehen uns dann später wieder. Tschüss. Love you. Lotti ist Lotti. Die kommt 10 vor, 5 vor, Lotti kommt 5 vor. Aha. So, Leute. Süß wie das Leben. Geht's auch jetzt. Danke, dass du dermaßen in mein Video reinquetscht. Jetzt gibt's gerade erstmal schönen Tee von Steinicki. Und ja. Iles Tee. Und zwar gibt es Sommer. Aha, 5 bis 10 Minuten muss man das eh einwirken lassen, Leute. Gesundheit. Ist, dass du nicht genießt hast. Und zwar sind wir jetzt gerade hier bei dem jungen und schönen Steinike. Kümmel, wie ist das? Und hast du mich gesehen? Und ja, Leute. Ja. Wir trinken jetzt erstmal kurz. Stellt euch mal, wie schön die ganzen Lampen sind und so weiter und so fort. So wundervoll, beauty, schön. Alles Mögliche. Und unsere Eintrittskarten fürs Handballspiel morgen. Eintracht Hildesheim gegen Oranienburg hat sie. 5, 17 Uhr ist das Spiel, Leute, morgen. Das heißt, die Recken haben vorher Spiel. Und die Recken werden wollen morgen auch Erster werden, denke ich mal. Okay. Warte. Jetzt gibt es erstmal einen Keks. Bis später, Leute. Tschüss. So, Leute, ich bin jetzt gerade beim DM und habe hier so einen Zettel mit lauter Aufgaben. Eine Sache unter 50 Cent, was du nie kaufen würdest. Dein Lieblingsprodukt, ein 2-in-1-Produkt, Überraschungsprodukt für den Kameramann. Und dein Lieblingssnack. Ja, was würde ich mir niemals kaufen wollen? Ich weiß nicht, ob mir richtig stehen, sowas.
1-2-1 teilen. Wie geil ist das denn? Hab ich gerade schon gefunden. Aber nee, das will ich. Geil, Seife. Ich glaube, sowas würde ich mir niemals holen, aber das ist ja unnötig. Aber ich würde es mir eigentlich trotzdem nicht kaufen. Ach du Scheiße. Echt? Keine Ahnung. Sowas? Nee. Das ist ein Raumsprayer. Was würde ich mir jetzt noch nicht machen, wenn es noch nicht Weihnachten ist? Waschmaschine haben wir. Sowas würde ich mir eigentlich niemals holen. Zweifach stark. Ich guck mal nach, Leute. Bis später. Das ist richtig schön, das, Leute. Guck mal, wir sind hier gerade auf so einer ehemaligen Automeile. Oh mein Gott, wie hübsch das ist. Das ist echt schön, das Auto. Also, schöner Schlitten, Leute. Der eher weniger. Da kommt der. Nee, da kommt das Gegenteil. Der ist nicht schick. Wo ist denn der schick, Stefan? Jetzt mal ganz ehrlich. Jedenfalls bezahlt man die beide nicht. Das ist auch teuer. So, Leute, wir sind jetzt gerade hier in der Innenstadt. Wir waren reichlich einkaufen, ne, Stefan? Kann man so sagen, ja. Und für mich geht's jetzt nach Hause, weil ich mich noch fertig machen muss. Zieh übrigens heute die Heidi Klum Schuhe an, Stefan. Oh. Ja. Man kann keine Füße. Ja, wir sind ja im Zelt und so, deswegen. Aber es sieht eigentlich ganz schön aus, das Wetter, ne? Also. Das Wetter soll schön sein. Ja, daher kann man nichts sagen. So, für euch natürlich noch heller. Was geht ab, man, Bro? Welche Sachen, wie vorne ist denn? Eine Hose an? Ja, natürlich. Und in 14 Minuten kommt mein Bus. Das heißt, wir können eigentlich noch mal ganz kurz zu Rossmann rein, oder Stefan? Mach auch. Dann gehen wir noch mal zu Rossmann rein, Leute. Rein ins Warme, ey. Oh. Morgen. 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 Besser ist es ins Warme. Und wir gucken mal, wo die bezaubern, ne? Ich glaube, da hältst du schon. Nee, ja, das ist eine Schöne. Das ist eine Schöne von der bezaubernden Kiso. Leute, wie schön sind die Sachen, bitte. Wie schön ist das, bitte schön. Ich liebe das von Kiso. Sie hat so schöne Sachen gemacht, Leute. Muss man ihnen die Ohrringe, die ganzen. Das gehört nicht zu Kiso, das kommt da unten hin. Also ich für die Aufpasserin. Kiso, I love you, Stan. Love you, Kiso. Love you. Hashtag love you, Kiso. Da ist schon Oktoberfest. Hier, guck mal, Stefan, Oktoberfest. Ich mach fast so Brezen als Ohrringe. Voll süß. Guckt euch mal die an. Ozaftis. Ne? Sagt man dazu. Ozaftis. So, Leute. Wir sehen uns später wieder. Tschüss. Tschüss. So Leute, das ist mein Outfit. Ja, meine Haare lasse ich jetzt doch so. Ja, sieht in Ordnung aus. Ja, einfach nur so mit der Brille. Ich mag die Brille voll. Und Leute, guckt euch mal diese geilen Schuhe an. Die sind von Heidi Klum bei Esprache. Ich mag die Sonnenbrille einfach. Passend zum Wetter. Wir haben gerade lecker gefrühstückt. Meine Mutter hatte gestern noch Kuchen gebacken, weil wir heute auf dem Hoffest von meinem Vater eingeladen sind. Deswegen auch ein bisschen leger angezogen. Ich zeige euch aber später noch mein Outfit of the Day. Den habe ich von H&M mir damals geholt, wenn ich mich nicht recht irre. Oder von Forever 21. Die Hose ist einfach von C&A. Die Sonnenbrille von. Und in 2 Stunden geht's aber erst los. Aber I love the shoe. Ich liebe diesen Schuh einfach. Ist da jemand noch müde? Ja, mein Vater ist gestern mal jetzt erst gekommen. Weil da irgendwas. Wir gucken gerade WWE deswegen. Und ja, Leute.
Yay. Ich mag es so. Und ja, ich würde mal sagen, ich zeige euch den später, ja, wie gesagt, auf der... Auf welcher Autobahn war das gestern, Ingo? A8? A8 oder A2? Irgendwo waren schwere Unfälle, Leute. LKW hat dermaßen viele Karotten. Auf der A2, ja, danke Mama. Auf der A2 war das, Leute. Und das war so, irgendein LKW-Fahrer hatte dermaßen so viele Karotten verloren, dass da alles Vorsperrung war und so. Und eigentlich mein Vater erst heute Nachmittag kommen könnte eigentlich, aber er hat es geschafft, denn er ist gestern um 1 nach Hause gekommen. Deswegen immer da auch noch zum Hoffest. Und danach wird eingekauft nach dem Hoffest. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann einfach in Schillern wieder bei der Firma Hastig. Tschüss! Cheeseburger, Hamburger oder halt Cheeseburger? Da vorne sind die Teller, die Salate. Das war bestimmt cool. Ja, das ist so Mexiko. Dann haben wir ja was Mexiko. Also da haben wir auch so eine Maule. Musst du halt gucken. Aber astrein lecker. Ja? Afrika. Hui, hui, hui. Ja, stimmt. Ich stelle mich an, wenn wir ihn teilen. Nee, dann kommen wir kurz mit einem und stellen uns dazwischen. Mensch, Ingo, ich bin ja mal gespannt. Yum, 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 yum. Ingo, 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 Ingo. So, Leute, ich bin gerade hier bei Eintracht Hildesheim, der Toilette. Und ich wollte euch das mal kurz zeigen. Leute, guck mal, da ist der Bus von der gegnerischen Mannschaft. Die sind ja schon da. Und da ist der Dönermann. Ja, mal gucken. Hm? Bratwurst. Ah, die würde ich nicht essen. Ja, wir haben ja gerade schon genug gegessen, ne? Ja, wir haben Dönerteller gegessen, Leute. Ich bin schon seit 5 Uhr auf dem Bein. Ich habe schon gesehen, dass der hier mal kommt. Ja, Leute, ich bin mal gespannt. Hallo!
ist jetzt die Strafe. Stefan, ich sag aber noch mal kurz Oberdeck, tschüss, ne? Leute, außer Pust und gelb wie eine, rot wie eine Tomate, könnte man meinen. Gott, ey. Ich bin froh, dass der Busfahrer noch angehalten hat. Ich war nämlich gerade noch kurz bei der Tanke. Bei Rewe To Go Tankstelle Aral. Bin ziemlich außer Puste. Ich glaube, Papa schläft schon, mein Vater. Sieht man nicht so. Ich hoffe. Auf jeden Fall, Eintracht hat gewonnen, auch wie die Recken. 96 natürlich nicht, aber egal. Die Recken haben 30-24 gewonnen. Eintracht 34-19. Yay! Klarer Sieg für Eintracht. Boah, mega krass, mega geile Stimmung. Es gab natürlich wieder ein paar Schiedsrichter. Fehlerentscheidungen und so. Dennoch zufrieden. Ich werde euch die Bilder noch ein bisschen einblenden. Und wir hatten auch ein Geburtstagskind, mit dem darf ich natürlich auch ein Foto machen. Ich habe ihr auch alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Max heißt er. Und total lieb und nett. Und oh, das war einfach schön. Und ja, wenn euch das FMA mal wieder gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ja. Verschwunden ist die ja fast nicht wieder da. Auf jeden Fall, Leute, habe ich mir noch einen Eistee, Fuß-Eistee geholt und einen Energy. Boah, Scheiße, ich dachte, da wäre gerade jemand bei mir neben mir. Und jetzt geht's nach Hause. Und ich war echt froh, dass ich den Busfahrer kannte, Leute, weil wir hätten sonst noch eine gute Stunde auf den Bus, nächsten Bus warten müssen. Und ich so, Busfahrer, Busfahrer. Also, alles gut, immer mit der Ruhe. Ich kenne euch, ich kenne dich, ich kenne dich, ich kenne dich, alles gut. Und ich so, Gott sei Dank hält er jetzt gerade noch an. Ich war echt fix und fertig. Dann haben wir noch gesprochen im Bus, dies und das. Erstmal Hi gesagt. Und dann haben wir noch Tschüss gesagt. Und eigentlich hat er mich fast schon umarmt. Fand ich voll nett. Ja, toller Busfahrer. Muss jetzt noch bis 21.58 Uhr arbeiten. Ja, Sonntagsbusfahrer. Eine Stunde haben die, glaube ich, nur Pause. Aber eine Stunde fährt nämlich kein Bus. Also von 17 bis 18 Uhr fährt kein Bus. Und dann erst der nächste und wieder um 18.58 Uhr. Wie gesagt, tolles Spiel. Und das war es auch schon mit dem FMA. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.